Ich begrüße euch heute mit einem ganz schönen Bonjour, denn wir widmen uns heute ein bisschen der Küche und dem leckeren Kochen und natürlich allen dazugehörigen Produkten, die ihr bei uns natürlich genau dazu findet. Als allererstes möchte ich aber die Daniela begrüßen, denn die macht ja die Sendung hier mit mir. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist, siehst bezaubernd aus. Ich habe gesagt, wir sind hier heute ganz international unterwegs. Hinter dir ist Motiv, Rollo, ein bisschen Indien. Du siehst ein bisschen aus wie aus Texas. Ja, ne? Ist das dieses Wochenende bei uns auf Air? Ich finde es natürlich auf Air. Ja, ich habe das ist von Sarah Kern natürlich. Wir wissen ja inzwischen schon, ich komme hier mit nichts anderem her, außer mit den Sachen von Sarah Kern. Und das ist das ganz neue Shirt. Ja, ich bin heute natürlich auch wieder tatsächlich in Sarah Kern und apart für euch und auch noch etwas kleinem anderen. Aber warum ich das aufhabe, dazu komme ich gleich. Denn als erstes wollen wir natürlich mit der lieben Daniela auslosen, wer letzte Woche gewonnen hat. Genau. Jetzt bin ich gerade wieder, ich muss überlegen, Samstag, wen hatten wir den letzten Samstag da? Da hatten wir die liebe Friseurin da und wir haben verlost die schöne Bürste von Sebastian Böhm. Ich habe mich mal geschüttelt. Unser Brush-Hairstyler. Genau. Die ist aber auch eine Rakete, die Bürste. Warte mal jetzt. So, den oder die möchte ich. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Ihr seht es zuerst. Habe ich es richtig rum dieses Mal? Nein, ich glaube nicht. Okay, alles klar. So, schaut mal. Gewonnen hat Welcome to my life _XX. Von Instagram. Immer wahnsinnig tolle Namen natürlich, genau, bei Instagram. Ja, wir versuchen natürlich immer ein bisschen durchzulosen, damit ihr alle mal die Chance habt zu gewinnen. Insofern ganz, ganz viel Spaß mit unserer Hairbrush-Bürste. Und der Tasse. Nicht vergessen, die Tasse gibt es natürlich auch noch dazu. Und wir wollten euch auch noch mal Danke sagen für die ganzen Likes, für die Kommentare. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin liked, am besten noch teilt, damit eure Freunde auch was haben von unserer schönen Morningshow. Und genau, weil so viele von euch jetzt auch fleißig bei Instagram immer mitmachen, losen wir jetzt auch die Gewinne unter den Teilnehmern bei Instagram aus. Genau, ihr seid natürlich alle dabei, alle werdet immer in den Lostopf geschmissen. Und uns liegt es natürlich am Herzen, hier mit Guten Morgen Channel 21 euch einen in den Hintergrund mitzunehmen. Was passiert hier, wer arbeitet hier und welche Produkte sind bei uns hier auf Sendung und vor allem, wie kann man die gut anwenden. Und da sind wir auch schon beim Thema, denn ich habe natürlich heute nicht ohne Grund eine passende Channel 21 Kochmütze heute auf, denn ich habe einen ganz, ganz begnadeten und begabten Freund eingeladen. Er ist seit Jahren Koch, er ist einer der Spitzenköche hier in Hannover und wenn sich einer vor allem mit Tipps und Kniffs und den Feinheiten und auch vor allem coolen Geschichten in der Küche ausdenkt, dann ist es Benjamin Meuse. Schön, dass du da bist. Ich komme mal zu dir rüber. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Wochenende und diesem schönen Morgen. Ich bleibe etwas hier auf Abstand an meiner Ecke. Benni, was hast du dir denn jetzt heute überlegt? Was machen wir, was zeigen wir unseren Damen und Herren heute zu Hause? Wir machen heute drei wunderbare Gerichte. Zwei machen wir mit einem Grill, mit meinem Lieblingsgrill, mit dem Big Green Egg. Und eins machen wir mit diesen wunderbaren Küchengeräten, die ich bei euch finden konnte und durfte. Auf jeden Fall. Und da kommt, ach so, erzähl erst mal weiter. Ich muss mich gleich, ich habe unser Gewinnspiel vergessen, weil ihr wollt natürlich alle wissen, was es heute zu gewinnen gibt. Aber verrat erst mal, was wir nämlich alles machen mit denen. Wir machen heute einen Caesar Salad mit einem Highway Chicken, was auf dem Grill gemacht wird. Mm. Dann wird es geben einen Rahmspinat mit einem pochierten Landhuhnei und einem Kartoffelschaum. Und zu guter Letzt, wenn es jetzt ein bisschen in die herbstliche Jahreszeit geht, ein gegrilltes Entrecote mit Muskatkürbis, einer Zwiebelcreme dazu und einem Anakaki-Salsa. Mir läuft schon das Mund im Wasser zusammen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ihr Lieben, wir zeigen euch auch gleich unseren Gewinn für heute. Denn was ihr heute hier bei uns gewinnen und abräumen könnt, das ist wirklich ein Knaller-Set. Denn ihr bekommt heute, und das haben wir euch hier vorne einmal aufgebaut, bekommt nicht nur eine Pfanne. Nein, ihr bekommt beide unsere Pfannen und eben den dazugehörigen Deckel in einem Wert wirklich von 150 Euro, die wir hier haben. Und
über 150 Euro, höre ich gerade aus der Regie. Also es lohnt sich heute auf jeden Fall, hier heute mitmachen, liken die Sendung natürlich und auch kommentieren. Und Daniela, was dürfen heute unsere Damen und Herren, unsere Follower und Zuschauer heute kommentieren? Also wir machen es euch ja wieder einfach, wie immer, weil wir ja wollen, dass so viele wie möglich von euch mitmachen und gewinnen können. Wir freuen uns, wenn ihr uns heute einfach mal euer Lieblingsgericht verratet. Vielleicht euer Lieblingsgericht auf dem Grill, vielleicht in der Pfanne, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen. Ja, und Benni, du hast mir verraten, als allererstes machen wir heute den Caesar Salad. Genau. Und den machen wir in Kombi mit einem Highland Hähnchen. Nein, nicht Highland. Wir machen ein Highway Chicken. Ein Highway Chicken. Als Daniela das letzte Mal in Amerika war, ist ihr aufgefallen, dass doch so viele Truthähne über den Highway liefen und plattgefahren worden sind. Und daher rührt auch so ein bisschen die Idee, das Hähnchen wird gegrillt auf dem Big Green Egg. Es kommt ein Stein, ein Backstein tatsächlich auf das Hähnchen. Und dadurch bekommt das Hähnchen eine ganz, ganz besondere Haptik und einen fast marzipanartigen Geschmack. Aber bevor wir das machen, Luisa, fange ich gleich an, das French Dressing zu machen. Und du könntest doch in der Zeit schon mal anfangen, die Kartoffeln zu schälen, die wir gleich für den Kartoffelschaum brauchen. Da hast du völlig recht. Aber was meinst du, wie lange brauchen das Hühnchen? Sollen wir das nicht als erstes schon mal auf den Grill packen? Der Grill ist, glaube ich, angeheizt. Ja, wir sollten gleich mal rausgehen und das Hähnchen schon mal drauflegen. Komm, Benni, wir gehen mal zusammen raus. Wir nehmen euch mit durch die Highlands von Channel 21 zum Highway und zum Hühnchen. Bis gleich. Benni, ich bin ganz gespannt. Du hast mir quasi deine kleine Lieblingskochnische mitgebracht. Ja. Dein Ei, dein Egg. Wir grillen dieses wunderbare Maishähnchen ja. jetzt auf dem Big Green Egg. Und das Besondere an dem Big Green Egg, wir bekommen ein wunderbares Aroma in diesem Grill. Dadurch, dass es aus Keramik gefertigt ist, bleibt das ganze Hühnchen auch wunderbar saftig. Kann ich dir irgendwas helfen? Nee. Pass auf. Soll ich es aufmachen? Mach mal den Grill ganz vorsichtig auf. Aufmachen. Okay. Und ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, genau. Ah. Oh ja, da kommt Hitze raus, das merkt man. Ja. Wie viel Grad sind da drin? Im Moment 350. Und zwar machen wir dieses Hähnchen wie ein Highway Chicken. Und das Besondere ist, es kommt aus Amerika, diese Zubereitungsart. In Amerika werden die Hühnchen oft auf den Highways plattgefahren. Und das ist dem Ganzen ein bisschen nachempfunden. Nein, echt unnötig. Und zwar kommt da ein Backstein drauf. Und dieser Backstein beschwert jetzt das Hähnchen. Ja. Und dadurch bekommt das Hähnchen bei dem Grill eine ganz besondere Haptik und ein ganz, ganz, ganz besonderes Aroma. Und es kriegt so einen marzipanähnlichen Geschmack. Ganz, ganz wunderbar. Ich kann es ja nicht erwarten. Was erwartet uns als nächstes? Was werden wir jetzt gleich drin als nächstes machen, Benni? Woran gehen wir jetzt gleich, wenn wir reingehen? Luisa, ich habe den ganzen Sommer über einen Salat unglaublich gerne gegessen. Und das war der Caesar Salad. Oh, ich finde, wir sollten zu diesem Hähnchen einen Caesar Salad machen. Das machen wir. Komm, Benni, gehen wir gleich rein. Sehr gern. Oh, Benni, das sah fantastisch aus und raus. Ich bin ganz gespannt, das arme Hühnchen, wie das dann unter dem Backfisch, wollte ich sagen, unter dem Backstein nachher da rauskommt. So, du fängst jetzt mit was an? Ich fange jetzt an, das French Dressing zu machen. Ah, okay. Und zwar? Kann ich dir auch irgendwas helfen? Luisa, wenn du schon mal anfängst, die Kartoffeln zu schälen, ja, die wir klar. gleich brauchen. Ich habe hier schon mal einen Sparschäler hingestellt und eine Schüssel mit Wasser. Oh, das ist lieb. Dann kannst du schon mal so, ich sage, 4, 5 Kartoffeln schälen. Okay, mache ich sehr gerne. Das heißt, die sind einfach jetzt... Das sind mehlig kochende Kartoffeln. Ja. Die werden gekocht mit ein bisschen Salz. Und daraus wird dann der Kartoffelschaum gemacht. Ich kann ja tatsächlich total schlecht mit so einem Schäler schälen. Ich schäle immer mit einem Messer. Hast du auch? Nee, Löffel. Ich schäle immer ganz gern mit einem Sparschäler. Da hast du auch nicht so viel Verlust. Ne? Knabberst das ab. Genau. Was kommt da jetzt rein bei dir in den Dressing? So, das ist ein ganz klassisches Dressing. Das ist ähnlich wie eine Mayonnaise. Ja. Und zwar kommt Vollei und ein bisschen Senf. Ja. Dann nehmen wir eine kleine Zwiebel dazu. Ein bisschen Zwiebel wird mit reingemixt. Und dann wird das Ganze mit einem geschmacksneutralen Öl, entweder einem Rapsöl oder einem Sonnenblumenöl, aufmontiert, sodass eine Mayonnaise entsteht. Ich mache ja tatsächlich, habe ich auch schon Caesar Dressing ein, zwei Mal auch selber gemacht, weil mein Sohn Max, du kennst ihn ja, ist ja der größte Fan von Caesar Salad überhaupt. Warum heißt der eigentlich Caesar Salad? Wisst ihr das zu Hause, warum der Caesar Salad heißt? Weißt du, warum der Caesar Salad heißt? Daniela, warum heißt der Caesar Salad? Das weiß ich nicht. Hat den Caesar immer so gerne gegessen? Wahrscheinlich, ne? Nein, aber der Caesar Salad wurde damals in Las Vegas in dem berühmten
dazugehörigen Casino erfunden. Und zwar hat dort jemand den Jackpot abgeräumt. Und jeder, der diesen Jackpot gewonnen hat, hat in diesem Hotel diesen speziell zubereiteten Caesar Salad bekommen. War das vielleicht im Caesar's Palace? Im Caesar Palace, so. Ganz genau. Und alle hatten deine Bluse an. Ja, oder? Wir alle sind aus Texas mit dem Motorrad gekommen. Aus Texas mit dem Motorrad dahin gefahren. Als sie die Truthähne übergemäht haben. Genau. Als die Truthähne umgefahren haben. So 4, 5 Stück mache ich hier, hast du gesagt, ne? Ja. So, jetzt habe ich hier die Zwiebel drin, das Ei, den Senf. Jetzt kann ich diesen super Mixer, ich glaube, von Gourmet Max starten. Alle wach zu Hause, ne? Ich hoffe, ihr habt schön die Lautstärke angelassen. Warum lässt man das Öl so langsam rein? Kann da irgendwas bei passieren jetzt, bei dem, was du gerade gemacht hast? Oder? Durch den Senf bekommt das Ei mit dem Senf eine Emulsion. Und wenn ich das Öl ganz langsam reinlaufen lasse, kann man schon vielleicht mal sehen. So. Genau, halt wird, mal das, ganz ruhig, wird das fest wie eine Mayonnaise. Da. Ah, guck mal da. Ja. Krass, okay. Jetzt kommt in die Mayonnaise etwas Sahne mit dazu. Ja. Also ist auch schon ein bisschen Low Carb, ne? Ja, Carb gar nicht, ne? Aber etwas Essig. Schmecken das Ganze ab mit ein bisschen Salz. Ja. Und Zucker. Und das, normalerweise kommt in das Caesar Dressing immer noch Kaper und Sardelle mit rein. Aber wir werden das heute bei unserem Salat extra später oben drauf drapieren. Damit das Auge natürlich auch mitmacht. Daniela, sag mal, wie lange muss denn das Hähnchen draußen da eigentlich auf dem Grill? Müssen wir da irgendwie mal nachgucken? Einen kleinen Moment können wir noch warten, aber... Ja, Daniela, gehst du ja schon mal langsam hingehen? Mach dich schon mal auf den Weg, das ist ja hier ein bisschen größer. Nicht, dass das Zugabe wird. Nicht, dass das schon ganz schwarze Auto da die Streifen hat. Machst du das zu Hause auch in so einem Mixer oder machst du das mit einem Pürierstab? Wie machst du sonst Dressings? Eigentlich genauso. Ja? Und die Farbe ist auch so wunderbar, genau wie der vom Grill. Ja, die ist cool, ne? Passt perfekt zu deinem Grill. Benni, wann hast du eigentlich angefangen mit Kochen? Wie bist du da drauf gekommen? Hat deine Mama immer gut gekocht? Hat dein Papa gut gekocht? Haben beide schlecht gekocht? Du hast gesagt, ich mach's besser. Wie war's? Ich wurde irgendwann gefragt mit 6 Jahren, Benni, was möchtest du werden? Und ich habe gesagt, ich werde Koch. Und jeder hat gesagt, nein, Benni, du wirst kein Koch. Du bist 6 Jahre alt. Das ändert sich noch. Und ich war so ehrgeizig und habe gesagt, nein, ich will unbedingt Koch werden, dass ich diesen Traum verfolgt habe. Und tatsächlich hat es auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Meine Ausbildung habe ich in Springe gemacht. Das ist 30 Kilometer südlich von Hannover. In einem ganz kleinen Restaurant. Im Heinrich-Göbel-Stuben heißt das. Das ist der Erfinder von der Glühlampe gewesen, der Heinrich Göbel. Ah, okay. Und dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Ja. Und bin dann, wie man es damals machen musste, in die Schweiz gegangen, um da das Kochen weiter zu lernen. Zu verfeinern, sozusagen. Genau. So. Ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich wollte nicht, ich will zwischen mir am Geschichten erzählen hier, ne? Das ist immer so interessant, wo die herkommt. Ja, wie immer, genau. Was kommt jetzt als nächstes? Du hast jetzt unsere Stoneline-Pfanne, die ihr ja heute auch als Gewinn nach Hause bekommt. Ihr bekommt nicht nur eine, sondern beide Größen mit einem dazugehörigen Deckel im Wert von über 150 Euro. Und Benni zeigt euch jetzt mal, was ihr damit unter anderem machen könnt, wenn ihr euren Caesar-Salat verfeinert wollt. Für den Caesar-Salat gibt es Croutons. Das ist ja in schäumender Butter gebratenes Toastbrot. Und dadurch, dass diese Stone Island Pfanne so besonders beschichtet ist, reicht, glaube ich, wenn wir ein ganz bisschen Butter nur machen. Sieht zwar viel aus, aber normalerweise würde in die Pfanne richtig viel Butter reinkommen. Also für diese Variante unglaublich wenig. Ich weiß auch von dir ganz genau, du hast mal zu mir gesagt, wenn es eine Sache gibt, auf die du nicht verzichten könntest, wenn du auf eine einsame Insel fährst, wäre das Butter. Butter ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ich liebe es. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Butterstückchen esse. Du bist einfach wirklich eine Granate. Ich höre gerade, wir schalten jetzt mal direkt raus zu Daniela und gucken uns mal an, wie das Highway-Hühnchen aussieht und ob schon plattgefahren ist. Also, bis raus zu Daniela.
So, ich darf jetzt einmal nach dem Hähnchen gucken. Ich weiß ja, dass ich das erst einmal ein bisschen vorsichtig aufmachen muss und dann ganz aufmachen. Oh, das sieht aber schon richtig lecker aus. Und hier haben wir die in Wasser eingelegten Holzchips. Und damit werde ich jetzt mal ein bisschen das hier verfeinern, damit ich sagen kann, ich habe auch was dazu getan. So, mach schnell wieder zu, damit die Hitze auch bleibt. Und Luisa, ich komme wieder rein und es sieht schon richtig gut aus. So, ich muss schon mal reingucken. Okay, die Butter wird flüssig. Du hast jetzt, ich sehe da vorne schon, Toastbrot schon mal. Genau, ich habe die Rinde abgeschnitten. Ja. Oh, so mochte ich das früher in der Schule. Und jetzt kommt das Toastbrot da rein. Der ganze Salat ist ein bisschen anders konstruiert, als das normalerweise der Fall ist. Ich lasse das Toastbrot in großen Stücken. Ja. Dadurch bekommen wir eine ganz andere Charakteristik von diesem Salat. Du kannst schon mal anfangen, Luisa, die Kartoffeln zu fütteln. Ja, sehr gerne. Gib dir dazu mal mein Messer. Na klar. Und dann die Kartoffelschalen nehme ich nachher alle für meine Kaninchen mit. Die nimmst du für die Kaninchen mit, genau. Vierteln, ja? Vierteln. Und dann haben wir hier einen Topf. Mhm. Da kommt gleich noch Salz mit rein. Und da kannst du denn die Viertel mit reintun. Sehr gerne. Wo wir denn die Kartoffeln für den Schaum kochen können. Sehr gerne. Das sagt übrigens immer gerne unser gemeinsamer Freund Olli Hörsmann, weißt du das? Ja. Vom Enrico Leone. Der sagt auch mal sehr gerne. So, Benni, erzähl doch noch mal. Du hast ja, wir haben uns kennengelernt im Restaurant Die Insel in Hannover. Und da warst du 17 Jahre lang. Nein, hast ich war fast 18 Jahre dort. 18 Jahre ja. Sogar schon, siehst du? Und ich weiß ja, du hast da auch so Leute tatsächlich wie Frau Merkel und Herr Maschmeyer gekocht. Was essen die denn gerne? Was darfst du das sagen, was du für die gekocht hast? Also, man darf ja keine Namen sagen oder die Namen Nein, in Verbindung haben wir nicht. Setzen. Du nicht. Aber ich weiß, so öfter die Leute essen gehen und so mehr sie sich leisten können, umso lieber mögen sie auch bodenständige Küche, die raffiniert zubereitet ist. Es spricht nichts gegen ein Linsengemüse oder ein Cassoulet dagegen. Aber selbst gleich das zweite Gericht, was wir machen, der Rahmspinat mit dem Ei, ist eigentlich ein ganz bodenständiges Gericht. Ei, Spinat, Kartoffeln, trotzdem witzig und das mögen die Leute. Ich kann mich da total anschließen. Daniela, wie sieht das bei dir aus? Was ist so dein Lieblingsrezept? Hast du so ein Lieblingsgericht der Kindheit auch? Ja, das wollen wir heute auch von euch wissen, ne? Genau, ihr müsst auch eure Lieblingsrezepte uns verraten. Also ich esse am liebsten eigentlich die Gerichte von meiner Oma, muss ich sagen. Also meine Oma kocht immer so Eintopf, jetzt auch um die Jahreszeit. Und den esse ich wirklich gerne. Den kann auch keiner nachkochen. Also meine Mutter versucht es auch manchmal, aber das schmeckt dann nicht so wie bei Oma. Ich versuche das tatsächlich auch immer. Ja, na klar. Super. Ich versuche auch immer von meiner Oma, das Einzige, was ich gut kann, ist der Kartoffelsalat, den es immer zu Weihnachten bei uns gab, bei meiner Oma mit Würstchen, ganz klassisch. Und meine Oma hat den Kartoffelsalat nämlich immer gemacht. Da hat sie, also natürlich ganz normal Kartoffeln, dann kam da Fleischwurst rein, dann ne, Fleischwurst klein geschnitten, kam Gürkchen rein, dann kam Apfel ganz, ganz klein rein. Und meine Oma hat immer, weil mein Onkel Zwiebeln nicht mochte, also keine Stückchen Zwiebeln, wurde halt die Zwiebel reingerieben über eine Reibe. Und ich habe das dann für mich immer, dann kam mal Miracle Whip rein, ganz Joghurt, jetzt immer so natürlich ein bisschen Gurkenwasser, so ihre ganzen kleinen, so diese Oma-Tipps, ne, die es irgendwo, die Omas halt zubereitet hat. Und ich mache das heute immer total gerne mit ein bisschen Sellerie noch rein, weil dann ist das ein bisschen frischer. Und schmeckt so ein bisschen, ja, ein bisschen knackiger, ne? Und das ist tatsächlich so, das sind so diese kleinen Sachen von Oma. Ich habe meine Oma auch gebeten, tatsächlich Rezepte aufzuschreiben, weil ansonsten sind sie irgendwann leider dann weg, ne? Benni, wie ist das bei dir? Hast du alles im Kopf, was du machst? Kochst du wirklich aus dem Gefühl? Ich habe leider Gottes so wenig Rezepte, wie es eigentlich nur gibt, im Kopf, weil ich alles immer nur aus dem Bauch heraus koche. Ich liebe es, das zu kochen, worauf ich gerade Hunger habe, was gerade Jahreszeiten sind. Und ja, die saisonale Küche ist natürlich, das ist auch geil, das macht auch Spaß. Ne? Und dann aus dem Bauch heraus zu kochen. Und das wird meistens ganz gut. Funktioniert das ganz gut, ne? So, jetzt sehen wir da gerade schon da vorne, was machst du mit den Tomaten? Die werden jetzt einfach, hast du da vorne unten was reingetan? Genau, ich habe hier zwei wundervolle verschiedene Sorten Tomate. Einmal eine grüne und eine rote Ochsenherztomate, eine Cœur de Bœuf. Ja. Mit Französisch heute schon angefangen hast. Ja. Wunderbar. Oui, Mary. Und ich tue einfach in diese Pfanne, die so super antihaft beschichtet ist, einfach ein bisschen Staubzucker unten rein. Jetzt fängt das ganz langsam an zu karamellisieren. Und dadurch kriegt die Tomate gleich eine ganz wunderbare Konsistenz und Süße. Und dann werde ich das Ganze mit ein bisschen Pfeffer würzen. Das sieht schon fantastisch aus. Kann ich noch irgendwas machen? Wir fangen jetzt. Ich muss bald mal nach dem Hähnchen gucken, oder? Weil eben sah das schon sehr gut aus. Ja. Okay, komm, Benni. Warte, du machst ja erstmal noch fertig. Wir holen jetzt das Hähnchen. Wir holen das Hähnchen. Komm, machen wir. Bis gleich, Daniela. So, Benni,
Ich bin ganz gespannt, wie es jetzt aussieht. Daniela hat schau ja gerade schon gesagt, räuchert noch ich von Danielas sagen, Chips hier, das wunderbar sie auch gemacht. Überall gerochen. Durch die Rauchchips haben wir einen ganz wunderbaren süßlichen Raucharoma bekommen jetzt. Ja. Und schau mal durch den Stein, wie knusprig unser Hühnchen ist geworden. Ja, es sieht auch wirklich aus, als wäre ein Auto drüber gefahren. Hast du völlig recht. Wo hast du denn das Rezept her, Benni? Ist das mal? Hast du das selbst kreiert? Nein, das habe ich aus einem alten Kochbuch, was von meinem Großvater geerbt habe, das der damals mitgebracht hat. Aus Amerika? Als Amerika, als er noch Kapitän war und Übersee gefahren ist. Ah, okay, verstehe. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr länger warten, lass das aufschneiden. So. So. Ich durfte die ehrenwerte Aufgabe übernehmen und dieses wunderbare Highway-Hähnchen, was wirklich so ein bisschen wie vom Auto plattgefahren aussieht, das ist natürlich nur die Röststruktur, ich kann es nicht so weit kippen, dann läuft mir der Bratensaft hier runter. Benni, wo darf ich dir das denn hinstellen? Das stellen wir hier. Das stellen wir hier vorne. Soll ich das hier an der Seite machen? Tu mal den Gourmet-Max noch mal kurz zur Seite. Guck mal, ich schiebe das hier ein bisschen drüber und stelle das hier hin. So. Oder Kamera, wollt ihr das noch mal sehen? Soll ich euch das nach vorne noch mal stellen? Nee, ihr seht das gleich, ne? Gut, dann bleib ich hier. Oh, ich wollte gerade einen Schluck nehmen, sah aus wie Weißwein, aber das ist hier von dir bestimmt Essig, ne? Das ist noch der Essig, genau. So, guck mal, kann ich sonst noch irgendwas gerade für dich tun, Benni? Du kannst ja schon mal gleich einen Löffel nehmen. Ich fange hier schon mal an, den Salat anzurichten. Sehr dazu habe ich unten auf den Teller. Ich stell das mir mal in die Mitte, dann können wir gleich beide von den. Pack mal hier die Kartoffelspalten schon mal weg. So, und meine Kartoffelreste. Ich habe die Toastbrotscheiben, die gerösteten Croutonscheiben auf den Teller gelegt. Jetzt nehme ich eine Avocado, die kann ich wunderbar mit einem Löffel aushöhlen. Und schneide die in ganz feine Scheiben. Ja. Dann lässt sich die Avocado wunderbar auffächern. Ah, okay. Dann wird das Ganze gewürzt mit ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Dann kommt dieser Avocado-Fächer auf das Toastbrot. Dann die wunderbare Tomate, die würde ich auch ein bisschen gesalzen. Meine Oma hat immer gesagt, überall, wo Zucker rankommt, muss auch ein bisschen Salz dran. Ist das wirklich so, Benni, oder hat sie gelogen? Nein, deine Oma hat natürlich nicht gelogen. Das ist eine ganz wunderbare Frau, die habe ich doch früher mal kennengelernt. Und zwar hat sie vollkommen recht. Es gibt ja ein Geschmacksmodell, süß, sauer, salzig, würzig. Und aromatisch, Umami. Und alles süß und süß alles und salzig oder süß und sauer. Es muss immer ein Konträrprogramm hergestellt werden. Okay. Also alles, wenn es extrem sauer ist, muss natürlich Süße dazu. Extrem salzig, auch ein bisschen Süße dazu. Damit das Spiel wieder harmoniert. Damit alle wieder im Game sind. Und apropos Spiel, wir hoffen, dass ihr beim Spiel und auch beim Gewinnspiel schon heute natürlich dabei seid. Denn ihr bekommt ja heute, wenn ihr uns verratet, was euer Lieblingsgericht ist, dann bekommt ihr nicht nur eine, nicht nur zwei, nein, dann bekommt ihr drei Sachen. Nämlich von Stoneline, unsere Pfanne, einmal 24 cm Durchmesser, einmal 28 cm Durchmesser und vor allem dazu auch noch diesen wunderbaren Deckel. Dann könnt ihr da drin nämlich richtig schön euer Fleisch oder Gemüse, je nachdem, was ihr zubereitet, garen. Insofern dafür bitte jetzt, wollte ich schon sagen, in die Leitung gehen. Rufen Sie bitte jetzt direkt an. Nein, natürlich mit Daniela kommunizieren und nämlich bei Facebook was reinschreiben. Daniela, gibt es schon Kommentare bestimmt, natürlich gibt es schon Kommentare. Und es gibt schon das ein oder andere Rezept, was ich auch ganz lecker, glaube ich, finden würde. Ich kann aber gar nicht kochen. Von daher glaube ich, Benni kommt einfach noch mal wieder und kocht mal alles nach, was unsere lieben Zuschauer uns hier so vorschlagen. Genau, wir kochen ein Lieblingsgericht nach dem anderen. Genau, ja, das ist sehr, sehr schön. Schau mal, Luisa, ich habe gerade den Salat angerichtet und jetzt dieses wunderbare Dressing kommt jetzt so drüber. Ja, das sieht sensationell aus. Vom Riech und, ist auch schon und in dem Fall ist das wirklich so, mehr ist mehr von diesem Dressing. Kann man nicht das genug kriegen. Das kann ich bezeugen. Ich brauche auch mal, also man denkt ja immer, man isst gesund, wenn man nur Salat isst. Na, aber wenn ich mir manchmal dann irgendwie überlege, wie viel Dressing ich mir da so drauf mache, glaube ich, hätte ich auch Pommes mit Burger essen können. So, ne? Schau mal, bevor jetzt das Hühnchen gleich drauf kommt, wird der Parmesan, der eigentlich auch im Dressing mit drin ist, über eine ganz feine Reibe gerieben. Und dann ist es schon fast wie im Winter. Der Parmesan fällt wie Schneeflocken über unseren Salat. Und hier, mehr ist mehr. Mehr ist mehr.
Das sieht wirklich sensationell aus. Also für euch auch vielleicht mal eine Idee wieder, wenn ihr jetzt Besuch bekommt, beziehungsweise vielleicht ist ja im Moment mit Besuch immer alles ein bisschen schwierig, aber vielleicht kommt ja aus eurer Familie jemand vorbei oder gerade jetzt auch bald in den Feiertagen und ihr sagt, ihr wollt es mal ein bisschen anders anrichten an dem Teller als so gewohnt den Salat, dann ist das natürlich eine hammermäßige Idee und sieht einfach grandios aus. Und ich glaube, es sind auch alles so Lebensmittel, die wir auch gut selber beziehen können. Ne? Es gibt ja so viele Star-Köche, Benni, die haben auch mal sehr außergewöhnliche Sachen dabei, wo ich dann manchmal denke, wenn ich dann bei mir um die Ecke im Rewe stehe, ne, Daliela, dann denke ich mal, stehe ich da mit meiner Liste, die ich mir aushöre, was ist das denn? Und dann sagt ihr mal bei Rewe, das haben wir nicht. Und dann muss ich mal zum Inder oder zum Asiaten oder zum Türken. Das kriege ich alles, was wir hier für brauchen, kriege ich im Supermarkt. Alles, ne? Was wir hierfür brauchen, kriegen wir im Supermarkt. Wobei ich immer das Credo habe, es ist alles so einfach, wenn es das Beste ist. Ich greife gerne zur Qualität und kaufe gerne gute Zutaten. Ob es jetzt das französische Maishähnchen ist oder nachher das Entrecote, was wir von einem Metzger haben, der das noch mal gedry-aged hat, also eine Trockenreifung vollzogen hat. Ganz, ganz wichtig, lieber weniger, dafür hochwertige Qualität. Das stimmt. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das Hühnchen macht. Ich beobachte einfach, was du da tust und vor allem, wie du das auch richtig da aufschneidest und tranchierst. Es ist ja wirklich, ich bin mal wahnsinnig happy, wenn das gerade mit einer Ente für mich auch fertig gemacht wird. Kannst du noch Enten sehen, Benni? Ich kann die noch sehen, ja. Ja, isst du die auch noch? Ich liebe Enten und ich liebe auch noch Gänsebraten. Ganz besonders, ich halte das auch da so, weniger und dafür bessere Qualität. Ich hole mir lieber eine schöne Biogans und ein schönes Biohähnchen. Und dann kann man das auch jede Menge oder oft genug sehen. Das stimmt natürlich. Du hast mir damals verraten, das weiß ich noch. Kannst du mir eine Schüssel geben? Ja, na klar. Das fand ich mal ganz faszinierend. Du hast immer deine Entensoßen. Da hast du ein ganz spezielles Rezept, ne? Die hast du, glaube ich, schon über Jahre rangezüchtet, ne? Deine Soßen, oder? Nein, ich habe. Einmal das Dressing brauchen wir. Ja, na klar. Welches das? Dieses? Mhm. Das ist so ein Wasabi-Dressing mit Sojasauce. Da kommt so ein kleiner asiatischer Türk noch dazu. Damit wird das Hähnchen mariniert. Das kriegt noch mal einen ganz besonderen Kick. Dann kommt das Hähnchen da drauf. Mhm. Ich bin jetzt auch raus. Ich bin kurz essen. Das ist ja lecker. Aber wir müssen auch was abgeben. Natürlich. Und jetzt haben wir einen ganz klassischen Caesar Salad mit ganz einfachen Zutaten, aber doch irgendwie ein bisschen raffiniert geworden. Und auf jeden Fall ein bisschen anders. Wahnsinnig, Benni. Das sieht so lecker aus. Unglaublich. Also hier die Caesar Salad Variante von Benjamin Mäuse. Wenn ihr Lust habt, kocht es doch mal nach. Wir werden euch das bestimmt auch noch mal irgendwo zusammenstellen, was ihr alles braucht. Und dann könnt ihr bei uns, müssen wir mal gucken, Benni, wo wir das noch mal niederschreiben. Vielleicht bei uns bei Facebook, bei Instagram. Auf jeden Fall. Irgendwo, dass unsere Gäste, wir stellen es vielleicht mal hier vorne hin. Guck mal, ich reibe hier mal was frei. Dann kannst du dich nämlich schon um den zweiten Gang kümmern. Was machen wir jetzt als nächstes, Benni? Nachdem ich hier gleich aufgeräumt habe, muss man ja auch immer ein bisschen, werde ich anfangen. Wir machen einen Rahmspinat, ein pochiertes Ei. Ich werde gleich mal zeigen, wie man ein perfektes Ei pochiert. Das nennt man ja auch verlorenes Ei, weil es irgendwann mal runtergefallen ist und ups, im Wasser gewesen ist. Aber unser soll natürlich auch noch ein bisschen raffiniert und schön aussehen. Und darauf wird es gleich einen Kartoffelschaum geben. Kartoffeln fangen gleich an zu kochen. Die hast du mit so einem raffinierten Deckel abgedeckt. Wahnsinn. Ja, den gibt es ja auch heute bei uns im Gewinnspiel. Insofern geht ihr jetzt hier bei uns unten in die Kommentarleiste und macht fleißig beim Gewinnspiel mit. Und wir räumen einmal ganz, ganz kurz auf. Bis gleich. So, wir haben alles ein bisschen klar Schiff gemacht und Benni, die Kartoffeln sind fertig. Was machen wir jetzt als nächstes? Die Kartoffeln sind fertig, genau. Dann nehme ich den Deckel ab. Der wird gar nicht heiß, dieser Deckel. Unglaublich. Ja, geil, die gibt's auch für euch heute. Ein Teil von diesen Kartoffeln nehme ich gleich für meine Zwiebelfüllung. Ich habe hier Zwiebeln, die ich gegrillt habe auf dem Grill, ein paar Trockenfrüchte mit Nüssen und ein bisschen Parmesankäse. Da kommen gleich noch Kartoffeln dazu. Die anderen Kartoffeln gebe ich dir mal in den Gourmet Max. Yes. Da gibst du gleich einen Schluck Milch und ein bisschen Butter dazu. Und vertraust du mir, dass ich da die richtige, guck mal, du sagst Stopp. Warte. Gut. Okay. Und einen ordentlichen Löffel von der Butter dazu. Ja, mal gucken, was ist so dein, ist das ein ordentlicher Löffel? Das ist schon ganz gut. Ich hacke hier parallel schon mal die Kartoffeln mit der Zwiebel durch. Wenn du schon mal anfängst zu mixen. Das mache ich. Guck mal, jetzt gucke ich hier gerade, hier einmal Mixer drauf.
Das war's, ne? Kartoffel, Butter, also quasi wie als wenn ich sonst Kartoffelbrei mache. Eigentlich ist es ein Kartoffelbrei, genau, ne? Ja. Ach, wo ist er denn hier, mein? Ich gebe ihn nochmal hoch. Oh, danke dir. Mit dem hast du dich schon gut angefreundet. Ja, hier ich glaube, uns, ne? Normalerweise hätte man das da sogar kochen können. Ne? Ich glaube, der hat sogar eine Kochfunktion. So, ich hau das hier drauf. Ja. So. Und dann, jetzt gucke ich mal. Soll ich es wagen oder was? Ja. Aber ich glaube, du hast den verkehrt rum. Schau mal, vorne das Signal rot, ne? Das muss immer nach vorne. Und dann. Und es werde. Wahnsinn! Ach so, siehst du nicht? Ich darf es nicht anfassen. Kaum fasse ich es an, geht's kaputt. Gut. So, Lisa, jetzt siehst du, haben wir einen relativ festen, ja, Kartoffelbrei, so wie bei deiner Oma fast. Ja, wie bei Oma Kiki. Aber wir wollen ja, was wollen wir daraus machen? Einen Schaum, ne? Ja. Jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt etwas Sahne dazu. Okay, aber erst im zweiten Schritt, ne? Im zweiten Schritt. Ja. Und zwar deswegen, damit schön der Eiweiß von der Sahne erhalten bleibt. Und jetzt füllen wir das in einen Sahnespoon um. Das ist so ein... Kennt man von früher ja noch, da hat man ja früher Schlagsahne draus gemacht. Ne? Ja, hatte meine Mama auch zu Hause. Da gibt es auch so kleine Kartuschen immer noch dazu. Ja, ne? Genau. Hier diese Blompen, die mal aussehen wie so von James Bond. Ist auch quasi so ein bisschen James Bond-Gerät, oder? Ja, dieses Gerät heißt, glaube ich, auch 007. Ah, okay, und da hinten kommen diese Kartuschen jetzt, rein. Jetzt kommen die Patronen von James Bond rein, genau zwei Stück. Du bist aber eigentlich auch für mich ja James Bond 007. Du hast nämlich früher tatsächlich Bodybuilding gemacht, Benny, oder? Ich habe früher tatsächlich und auch sehr, sehr erfolgreich. Bis wohin? Was hast du bestritten? Wen hast du alles bestritten? Ich bin ja nach meiner Ausbildung bin ich in die Schweiz gegangen. Und dort habe ich extrem angefangen noch mit Fitness. Ja. Und bin dann in der Schweiz tatsächlich Schweizer Juniorenmeister geworden im Bodybuilding. Also, ne, ihr habt hier nicht nur den besten Koch der Welt neben Giraldo, sondern auch noch den Schweizer Juniorenmeister im Bodybuilding. Ja. Da und bringst du uns hoffentlich mal ein Foto mit, ne, was wir zeigen können. Oh ja. Oh ja. Da bin ich mal gespannt, ob das auch die Zuschauer interessiert. Und jetzt zeigen wir euch gleich, und das finde ich total interessant, denn ich weiß nicht, ob ihr genauso große Fans seid von Egg Benedict. Ich esse ja nichts lieber zum Frühstück als pochierte Eier auf diesem wunderbaren Brötchen mit dieser ganz dezenten für die Hüfte Sauce Hollandaise. Ist es eine Sauce Hollandaise? Normalerweise ist es unten ein Brioche, ein getoastetes Brioche. Dann kommt das ein kleiner Löffel Spinat drauf, ein pochiertes Ei und dann Sauce Hollandaise, genau. Genau, und wie man diese pochierten Eier macht, die es immer in den Restaurants gibt und die wirklich immer wie ein Kunstwerk aussehen, das zeigst du mir jetzt heute. Genau. Wie macht man die pochierten Eier? Wir nehmen kochendes Wasser und das ist gerade schon das Geheimnis, es kommt Essig rein, ruhig ein bisschen mehr. Und das ist das Entscheidende, dass Essig in dem Wasser ist. Durch das Essig zieht sich sofort das Eiweiß zusammen und dadurch bleibt die Form von dem Ei erhalten. Krass. Um die elliptische Form von dem Ei zu kriegen, wird mit einem Schneebesen, sag mal, wir haben so viele Töpfe in der gleichen Farbe. Wie viele Teile hat das Set eigentlich? Das sage ich dir, das ist so unser 10-teiliges Kochset. Und liebe Damen und Herren zu Hause, wenn ihr auch sagt, ihr wollt vielleicht mal euch neu eindecken in der Küche, dann ist das natürlich perfekt, denn das kostet heute statt 250 Euro nur 150, glaube ich. Jetzt muss ich noch mal auf meinen kleinen Dings gucken. Ansonsten ist es 129 sogar, höre ich gerade. Unsagbar. Wahnsinn. Aber schau mal, jetzt dieser Strudel, da wird das Ei reingegeben und dann bekommen wir diese elliptische Wahnsinn. Form. Ich finde das so spannend. Darf ich auch mal eins reinhauen? Unbedingt. Hier ist ja noch eins. Ich auch. Hau mal ein Ei. Kann ich da irgendwas falsch machen? Nee, ne? Geht das jetzt dann auch mit hier in das Fahrkarussell? Hier genau. Drin? Mit deinem schönen spitzen Fingernägeln kriegst du das super aufgeknackt. Ja. Schau mal, das ist krass. Tatsächlich das zweitschönste geworden. Ja, ach Benni, du alter Charmeur. Guck mal, das an, das ist tatsächlich wahnsinnig. Und außen werden die dann fest und innen drin behalten sie einfach diese schöne, weiche Konsistenz eben beim Eigelb. Schau mal, dein Spinat mit diesen wunderbaren Töpfen. Ja. Also, ein besseres Farbspiel gibt es gar nicht. Ihr habt einen kleinen Teller genommen, da kommt jetzt ein Rahmspinat rein. Da habe ich vorher schon eine Bechamel gekocht und Spinat blanchiert, den ich vorher in meinem Garten geerntet habe. Den Spinat blanchiert, dann im Gourmet-Max ganz fein gemixt. Ne? Genau. Ja, und dadurch kommt dieses wunderbare Chlorophyll super zur Geltung. Schöne Konsistenz. Stimmt das eigentlich, dass man Spinat nicht mehr aufwärmen darf, wenn man einmal gekocht hat, Benni?
Das ist auch so eine Weisheit von früher. Das ist, glaube ich, so eine Weisheit, aber das, was tatsächlich stimmt, wenn man ihn einmal wieder aufwärmt, wird er grau und das sieht einfach hässlich aus. Und okay, das Auge ist ja mit. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und das sehen wir jetzt gerade bei den pochierten Eiern, die Benny mir gerade gezeigt hat. Also Essig ganz wichtig im kochenden Wasser. Dann könnt ihr das zu Hause mal ausprobieren. Und das ist natürlich tatsächlich was fürs Auge. Benny, die packst du jetzt einfach direkt in die Mitte, wie in so ein Nest quasi rein. Ja, kleinen Moment, brauchst du noch? Das hier ist fertig. Das ist perfekt. Das kommt jetzt einfach in den Spinat gebettet, das Landhuhnei. Wunderbar. Oh, klasse. Auf das Ei kommt einfach ein ganz bisschen Salz. Ja. Ein kleinen Tropfen von einer wunderbaren Kalbsjus noch dazu. Das gibt so ein schönes Spiel. Mm. Daniela, magst du tatsächlich auch Eier oder bist du auch, sagst du so, du isst aber alles, ne? Doch, ich esse alles und ich mag auch echt gerne Eier zum Frühstück, muss ich sagen. Aber so sehen die bei mir normalerweise nicht aus. Verratet uns doch auch mal vielleicht, wenn ihr gerade zuguckt, habt ihr schon mal pochierte Eier ausprobiert? Hat das bei euch geklappt? Ist das was geworden? Oder sagt ihr tatsächlich, weiß ich gar nicht, nee, habe ich noch gar nicht ausprobiert, mache ich mal selber. Wie esst ihr denn am liebsten euer Frühstück-Ei? Sagt ihr tatsächlich, ist es ein Spiegelei, ein Rührei? Was macht ihr jetzt, wenn ihr hier unser Guten Morgen Channel 21 zu Ende geschaut habt? Wie wird dein Tag gestartet? Würde uns mal wirklich interessieren. Was isst du gerne morgens? Rührei oder was? Ich esse tatsächlich morgens am allerliebsten einen schönen Espresso und dann geht auch meistens schon die Arbeit los. Sehr gut. Ich habe jetzt den Kartoffelschaum aus dem Siphon hier drauf gemacht. Als kleine Dekoration mache ich Schnittlauchspitzen da drauf, noch ein bisschen Zwiebelsprossen oben drauf. Und als besonderen Gag nehme ich ganz gerne so Krabbenchips, die ich einfach in der Hand zerbreche und dann da drauf streusel. Und dadurch habe ich dann noch mal eine ganz crunchy Haptik in dem ganzen Gericht. Und so habe ich doch meiner Meinung nach eine ganz witzige Idee. Für einen zweiten Gang. Für einen zweiten Gang. Et voilà, zweiter Gang ist fertig und beim dritten, da wird es bei uns noch mal ein bisschen fleischig. Und insofern gehen wir jetzt mal raus und packen das Fleisch doch auf den Grill. Bis gleich. Benni, was hast du uns denn hier heute als zweites noch mitgebracht, was du uns gleich noch kredenzen wirst? Wir grillen jetzt noch ein irisches Dry-Age Entrecote von einem Black Angus-Rind. Ja. Du kannst das schon mal mit dem groben Meersalz würzen. Das kleinere, ich glaube, das reicht heute. Ja. In der Zeit lege ich schon mal unseren Muskatkürbis. Ich frühstücke immer gerne Fleisch. Dann werden wir beides machen. Ich lege in der Zeit schon mal den Muskatkürbis drauf. Den werde ich auch schon mal ein bisschen mit dem Stein beschweren, wie bei dem Highway Chicken vorhin. Und die Zwiebeln werden wir auch nebenbei einfach in der Schale garen. Dadurch bekommen die ein ganz wunderbares Aroma, werden süß im Geschmack. Und da werden wir später den Muskatkürbis mitfüllen. War das zu viel Salz? Nein, das ist ganz wunderbar. Ja? Am besten von der zweiten Seite auch noch. Okay. Sag mal, was hast du denn da für ein wunderbares Tablett? Ja, wir haben hier ganz coole Sachen beim Channel. Das ist unser Auftautablett 3 in 1. Da hast du nämlich, Benni, kannst du nicht nur auftauen, das kannst du abnehmen. Dann hast du da drunter das Tablett. Beim Auftauen läuft die ganze Suppe hier rein. Und dann hast du sogar noch ein Schneideblatt dabei. Nein, ja, da werden wir nachher unser Entrecote einfach drauf tranchieren. Dann fängt das Fleisch da vielleicht auf. Ja. Und da können wir eine Soße von machen. Ach, Wahnsinn. Mega. Guck mal. Kann ich das auch drauflegen? Ja. Oder ist das heiß? Nee, geht, ne? Guck mal, sieht aus wie ein Gesicht mit Augen. Sehr schön. Ja. Und jetzt bleibt das da drin wie lange? Jetzt machen wir den Deckel zu. Und durch die Zu- und Abluftverfahren bei dem Grillen Egg können wir gerade genau steuern, bei welcher Temperatur das Entrecote grillen soll. Und ich grille am liebsten nicht, wie es manchmal bei 800 Grad Restaurants ist. Ich grille am liebsten bei 250 Grad. Da bekommen wir eine wunderbare Röstaromatik hin. Und es verbrennt nicht und dann wird einfach goldgelb, braun und wunderbar knusprig. Ich bin ganz gespannt. Dann gehen wir jetzt schon mal rein, machen wir schon mal uns an die Soße, oder? Oh ja. Ja, sehr gut. So, Benni, du hast ja vorhin schon mal für unsere Soße so ein paar Ingredienzien hier zusammengeschnitten. Zutaten, genau. Zutaten, und genau. Zwar habe ich ein bisschen Puderzucker genommen, habe den karamellisiert, die Kaki fein geschnitten reingegeben, ein bisschen von der Schalotte dazugegeben, ein bisschen Chili. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Öl dazu, damit wir noch mal ein bisschen Volumen dazu kriegen. Ja. Und einen kleinen Schuss Essig für das süße Säurespiel. Das sieht ganz und das wird gleich zu unserem wunderbar saftigen Fleisch eine ganz tolle Harmonie geben. Süße Säure mit dem Kürbis. Ich glaube, das wird ganz gut passen.
Das glaube ich auch. Du hast uns ja verraten, wir werden gleich so ein kleines Kürbisbett quasi haben. Und da hast du dir eine leckere Füllung überlegt für unsere Zuschauer bzw. euch Follower heute Morgen. Und zwar, was kommt da rein? Was machst du nachher in den Kürbis? Ich habe ja die Zwiebeln auf dem Grill gegrillt. Die waren jetzt ungefähr eine Stunde drauf. Und durch die Schale, die außen rum ist, ist die Zwiebel ganz, ganz saftig, süß von seinem Aroma geworden. Dazu habe ich noch ein bisschen von der Kartoffel gegeben, getrocknete Nüsse und Trockenfrüchte dazu und gebe das Ganze, binde ich noch mal ab, mit ein bisschen geriebenem Parmesankäse. Und das Ganze kommt gleich in den Kürbis rein. Fantastisch. Ich finde es ja immer toll, was ihr wirklich, ihr Köche, du Koch, Lieblingskoch, euch da wirklich ausdenkt, auch wieder an neuen Zusammenkünften natürlich von Zutaten. Bist du auch so ein saisonaler Koch, dass du sagst, du machst gerade wirklich einfach viel mit Kürbis, Pilze? Was ist gerade so dein Lieblings? Dadurch, dass ich ja dadurch gebunden bin, immer das Beste vom Markt zu holen, natürlich saisonal. Es geht nichts über saisonal und regional, wenn es das gerade auf dem Markt gibt. Gutes Fleisch, gutes Gemüse, immer gerne. Und dann kommen auch die besten Ideen zustande. Ja, sehr cool. Da würde ich sagen, schaut doch mal direkt draußen auf unserem kleinen Marktstand nach, wie weit der Kürbis schon geschmort ist. Komm, Daniela, wir wollen das Fleisch. Ich passe hier auf und mache hoffentlich nichts kaputt in der Zeit. Nein. Bis gleich. So, wir freuen uns total. So lange war es ja gar nicht. Wie lange haben wir jetzt gebraucht, dass es fertig geworden ist? Wir haben es von jeder Seite ungefähr 8 Minuten gegrillt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, oder? Oh, das sieht aber so lecker aus. Schau mal, durch den Stein hat der Kürbis ein wunderbares Grillmuster gekriegt. Genauso, wie er sein sollte. Der Kürbis sieht so lecker aus. Da kommt gleich das Püree rein von diesen gegrillten Zwiebeln, die wir einfach in der Schale gegrillt haben. Wir brauchen noch einen ganz kleinen Moment, bis sie ganz weich sind. Aber das Entrecote, das können wir schon mal mit in die Küche nehmen. Guck mal, wie gut das aussieht. Wir gehen rein. Ich habe Hunger. Soll ich was nehmen? Du nimmst den Kürbis. Ich nehme den Kürbis. Oh, ihr zwei, das sieht fantastisch aus. Wir haben nicht nur Hunger mitgebracht, sondern auch was zu essen. Sehr, sehr lecker. So, den Kürbis habe ich gegrillt. Hat ein tolles Grillmuster gekriegt von dem Big Green Egg. Den gibt es mittlerweile auch in so vielen Größen, genau wie euer Topset. Ja, unser 10-teiliges Topset, ich kann es euch sagen. Wir haben aber heute auch im Laufe des Tages noch ganz viele andere Angebote. Also, wenn ihr auch sagt, ihr möchtet oder braucht mal wieder ein bisschen mehr Vitamin D, weil es wird ja auch jetzt schon ein bisschen dunkel draußen, weniger Sonne, die wir mitnehmen können, dann schaut einfach im Laufe des Tages mal rein in unser ADT. Das sind nämlich unsere Vitamin D-Kapseln von Ogima Pro. Die gibt es heute nicht für 49,98, sondern für 24,99. Also, informiert euch auch da. Da geht es natürlich auch um die Gesundheit. Und wie auch bei uns hier jetzt gerade um gesunde Ernährung und vor allem leckeres Essen. Benni, zeig mal, du hast jetzt das Entrecote wie lange draußen auf dem Grill gehabt? Das habe ich jetzt bei 250 Grad, von jeder Seite circa 8 Minuten. Und jetzt sind wir bei meiner Lieblingsgarstufe, Medium Rare. Wenn du magst, kannst du schon mal ein bisschen Meerrettich schälen. Ich liebe es, wenn ein bisschen natürlich Meerrettich mit auf dem Fleisch ist. Ich stehe hier die ganze Zeit so untätig rum, weil ich finde das so interessant. Auf den Kürbis kommt ein bisschen Limettenschale. Das bringt noch mal, erhebt so ein bisschen die Säure. Mm. Ein bisschen Salz auf das Fleisch. Ich nehme am liebsten ein schönes Meersalz dazu. So ein Fleur de Sel. Und jetzt kommt die Salsa oben drauf auf das Fleisch. Weiter gucken. Sieht so interessant aus. Jetzt hast du die Reibe gucken. Wahnsinn, der Meerrettich. Der wird einfach schön geschabt. Ah, mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Und dann kommt der geschabte Meerrettich oben drauf. Dadurch kriegen wir noch mal ein bisschen Schärfe. Zack. Und ein bisschen Schnittlauch. Ihr Lieben, wir können es gar nicht erwarten, tatsächlich gleich mal zu probieren. Und insofern, bis wir dahin kommen, habt ihr jetzt noch 1-2 Minuten Zeit, hier bei uns direkt natürlich in unsere Kommentarleiste zu gehen und zu kommentieren, warum ihr unser Bratpfannenset haben wollt von Stoneline. Und Benni dekoriert hier vorne schon mal unsere ganzen 3 Gänge, beziehungsweise seine 3 Gänge natürlich, die er uns heute mitgebracht hat. Ich bin total gespannt, was die Zuschauer als Lieblingsgerichte schicken und gespannt, was wir alles nachkochen dürfen.
Ich bin auch total gespannt, denn wie gesagt, damit ihr unser Pfannenset heute, hier unsere beiden Pfannen von Stoneline bekommt. Ihr bekommt nicht nur die 24 cm Durchmesser, auch die 28 cm Durchmesser mit dem Deckel sogar. Das ist ein Gewinn diesmal für über 150 Euro, den wir für euch haben. Und alles, was ihr dafür wissen wollen, ist euer Lieblingsgericht. So, ich würde auch sagen, wir lassen nicht viel Zeit verstreichen, damit hier nichts kalt wird. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Benni. Wirklich, also das sieht alles fantastisch aus, ja. Danke, dass du dein Know-how mitgebracht hast, ja. Sehr, sehr gerne. Wir lassen euch einfach mal auch Bennys Seite da, seine Instagram-Seite. Da könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, egal ob zum Grill, zum Grillen oder auch zu Rezepten. Schreibt Benni gerne, dafür ist er offen und dafür bist du auch noch am Wochenende jetzt da, ne? Da bin ich für da. Grillen, kochen, alles, was sich um das Thema Big Green Egg grillt, bin ich für alle Fragen zu haben. So, Daniela, schnapp dir dein Lieblingsgericht und wir gehen jetzt essen. Auf jeden Fall. Oder? Und bis dahin, ihr Lieben, schönes Wochenende. Tschüss. Danke, dass du da warst, Benni. Ciao.